Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem kleinen Talk noch über Hansa Rostock. Ich begrüße Uwe Fester, den Sportdirektor, Herrn Bergmann, den Trainer und Juri Schlinz nochmal. Ganz herzlich willkommen. Herr Bergmann, wie fällt Ihr Fazit aus nach diesem Spiel gegen die Bayern? Ich habe nicht verstanden, was Sie lauten. Wie fällt denn Ihr Fazit aus nach diesem Spiel? Ja, unterm Strich bin ich eigentlich zufrieden, weil wir haben läuferisch sehr stark gearbeitet. Das wollten wir auch. Wir wollten gegen den Ball gut arbeiten, das ist uns gelungen und wir hatten auch spielerische Momente, was mich sehr freut, dass wir da auch Momente hatten, auch die ein oder andere Nadelstich nach vorne gesetzt. Da gucken wir direkt mal rein, wir haben eine Szene von Savran rausgesucht, eine Chance für Rostock. Durch die Sonne ist es auf unserem Monitor hier etwas schwer zu erkennen, aber ich vermute, Sie erinnern sich an starke Szenen von Savran. Ja, wo wir uns ganz gut durchkombinieren und dann über außen die Flanke kommen, der Kopfball. Und ja, steht ein sehr guter Torwart drin. Ja. Wäre natürlich toll gewesen, wenn wir hier sogar noch ein Tor gemacht hätten. Was sagt der Sportdirektor? Wie wichtig war dieses Spiel und wie sehr schätzen Sie die Geste der Bayern, dass die tatsächlich heute hier nach Rostock gekommen sind? Naja, erstmal einen ganz, ganz großen Dank an den FC Bayern München, dass Sie hergekommen sind, dass Sie uns auf diese Art und Weise wirklich sehr, sehr geholfen haben. Ich denke, das Gesamtpaket heute hat richtig Spaß gemacht. Fantastisches Wetter, das Stadion ausverkauft, die schon sehr lange nicht mehr phasenweise von uns, auch richtig guter Fußball, das hat auch gefallen. Und wenn man bedenkt, was die Bayern letztes Jahr für eine Tormaschine angeschmissen haben, dann bin ich auch sehr froh und glücklich darüber, dass wir es geschafft haben, wirklich, wie Andi es gesagt hat, gegen den Ball zu arbeiten und doch zu verhindern, dass es hier höher ausgeht. Wir haben gerade eine Szene von Savran schon gesehen, haben noch eine zweite rausgesucht. Der ist zusammengeprallt, etwas unglücklich mit Kirchhoff. Diese Szene musste danach auch ausgewechselt werden. Gibt es da schon irgendwie etwas Entwarnung oder auch nicht? Was ist da passiert? Ja, ich glaube, er hat einen Cut, Augenbrauen. Und das macht ja dann sowieso in so einem Spiel keinen Sinn, weiterzuspielen. Und er ist ein harter Junge. Und ich hoffe, dass wir bei dem wichtigen Spiel nächsten Samstag hier haben. Juri Schlinz, wie war es für Sie heute, die Bayern hier anzusehen? So ganz konnten Sie sich zurücklehnen und das mal ganz in Ruhe genießen? Ja, es war so ein bisschen, als wenn ich 10 Jahre jünger bin, so wie wir damals hier gespielt haben gegen die Bayern. Da war ja auch immer ausverkauft. Aber blicken wir mal lieber nach vorne. Das hat heute Spaß gemacht zuzugucken. Da war eine Mannschaft da, die ist gelaufen, die hat gekämpft. Die hatte zwar auch nicht zu verlieren, aber es war natürlich ein Quantensprung zur letzten Saison. Und vor allen Dingen hat mich gefreut, dass viele Jungs auch aus unserer Nachwuchsakademie da mitgespielt haben, die wir ausgebildet haben. Mhm. Und das war schon sehr angenehm heute. Man hatte ja phasenweise fast das Gefühl, die sind hier gleich auf. Vielleicht sind die Bayern noch nicht ganz so fit. Herr Bergmann, haben Sie die Torhüterfrage eigentlich für sich schon so geklärt? Wer nächste Woche dann zum Beginn der dritten Liga im Tor stehen wird? Erstmal sind beide Jungs, verstehen sich gut und das ist gut. Die pushen sich gegenseitig und da habe ich einen kompetenten Torwarttrainer mit Andreas Reinke, der natürlich ein starkes Wort hat. Und wir arbeiten diese Woche noch. Und dann wird einer dann die Nummer 1 werden. Und der andere wird ihn mit Sicherheit positiv unterstützen, aber immer so viel Feuer machen, dass er auch immer an seine Leistung kommt. Was nehmen Sie ansonsten für Erkenntnisse heute mit, noch für die nächste Woche bzw. für die neue Saison? Ja, einfach, dass man einfach diese Laufbereitschaft braucht. Und nicht glaubt, dass man nur gegen die Bayern muss, sondern dass man diesen Elan auch in jedem Spiel mitnehmen muss und dass man auch in diesem Spiel waren 2 Gegentore unnötig und dass man da hoch konzentriert sein muss und wir mit Sicherheit ein hartes Stück Arbeit noch vor uns haben. Wie sind Sie personell zufrieden? Starke bleibt, das wissen wir, Haas macht einen stärkeren Eindruck wieder als in der letzten Saison. Passt das so, dieses Paket, so wie es jetzt geschnürt ist? Wir haben jetzt erstmal eine junge, hungrige Truppe, die in jedem Training signalisiert, dass sie will. Und wie Juri schon gesagt hat, wir haben auch ganz spannende Jungs aus der A-Jugend dazugekommen. Aus der U23 sind 2, die dabei, die bei schnuppern. Und wir gucken natürlich noch auf den Markt, wenn ganz gezielt ein Spieler noch da ist, der zu uns passt und der uns vielleicht noch weiterhelfen kann. Dann versuchen wir das vielleicht, aber ich gehe auch angstfrei mit dieser Mannschaft, wie sie da jetzt gerade ist. In die Saison. Haben von einem Spieler gehört, der nennt sich Peter Gregory, offensichtlich 20 Jahre alt, ein Brite, der auch offenbar zum Probetraining hier war in Rostock. Und unsere Zuschauer im Netz fragen sich, woran ist das eigentlich gescheitert? Wurde er nicht verpflichtet aus finanziellen Gründen? Gab es andere Gründe? Ja, das ist einfach, wenn man eine Struktur einer Mannschaft sieht und wir auf den Positionen, wo er sich anbietet, haben wir auch unsere eigenen Jungs und gerade auch aus dem Nachwuchs. Und da muss man halt immer vorsichtig sein. Da, wenn man wirtschaftlich nicht so stark ist, dann muss man erstmal gezielt gucken, wo haben wir die wichtigen Baustellen. Und das ist keine Personalie, die extrem wichtig ist, in Anführungsstrichen.
Aber wie gesagt, der Junge bleibt noch im Fokus bei uns und hat das ja auch sehr gut gemacht. Mhm. Und ich glaube, er hat es ja auch sehr wohl gefühlt. Und wir haben noch eine andere Frage, die geht vielleicht eher an den Sportdirektor. Kommt von Olli Pfann. Der fragt, was ist denn mit den Talenten aus der A-Jugend? Man hat in Rostock immer wieder den Eindruck, Rostock werden immer wieder die Talente weggekauft. Deswegen möchte Olli Pfann wissen, haben Sie denn vielleicht das ein oder andere Talent aus der A-Jugend schon mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet? Naja, die Frage beantwortet sich ja, wenn man sich schon mal das Frühjahr diesen Jahres anschaut, wo Fabian Künnemann, der Torwart aus der A-Jugend, einen Vertrag bekommen hat. Robin Krause, der leider noch nicht fit ist, aber der auch schon frühzeitig einen Vertrag bekommen hat. Dazu haben wir auch der starken Leistung der Jungs Rechnung getragen, die ja im Halbfinale und Finale hier sehr begeistert haben. Und deswegen auch beide Innenverteidiger dieser A-Jugend hier mit dabei, sind ja auch noch eingewechselt worden. Das sehen wir natürlich und das würdigen wir auch natürlich. Und das ist auch der Weg, den wir gehen wollen. Wir haben am Anfang gesagt, junger, dynamischer Ausbildungsverein, das wollen wir wieder proklamieren. Und genau deswegen haben die Jungs auch permanent die Chance, sich oben bei uns anzubieten. Und wenn sie es so machen wie bis jetzt, dann auch hier mitzuspielen. Juri Schlinz, wie sehr schmerzt es Sie ein bisschen, wenn jetzt bald der DFB-Pokal losgeht, Anfang August, und Hansa Rostock ist diesmal nicht dabei, muss auf Einnahmen verzichten, hat sich nicht qualifiziert. Wie sehr schmerzt das? Ja, ich bin ja nicht unmittelbar beteiligt an der Mannschaft dort. Aber Sie sind als Vorstandsmitglied doch auch mit im Boot. Das ist jetzt auch nicht mehr so, dass ich im Vorstand bin. Ich bin verantwortlich für die Nachwuchsakademie. Okay. Habe natürlich das auch verfolgt. Und das war eigentlich in der letzten Saison ein negativer Höhepunkt. Und den haben wir ganz schnell vergessen. Den haben wir vielleicht auch ein bisschen finanziell ausgeglichen mit dem Finale hier der A-Junioren-Mannschaft. Und ich glaube, dass das nicht wieder vorkommt. Gibt es da irgendwie noch eine Analyse, warum man in der A-Jugend gerade hier in Rostock so stark ist und so konstant über Jahre gute Arbeit gemacht hat und wieso es bei den Profis zumindest in den letzten Jahren nicht so gut lief? Ich will gar nicht mehr so sehr nach hinten gucken, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass wir eine Mannschaft zusammengestellt haben, mit der wir so ein bisschen demonstrieren, dass wir die Lehren aus der Vergangenheit gezogen haben. Da sind, wie eben angesprochen, junge Spieler dabei, die permanent die Chance auch bekommen, um mit dabei zu sein. Wir haben insgesamt, glaube ich, ein bisschen was gebaut, was wieder Spaß machen kann. Und alles, was in der Vergangenheit war, will ich eigentlich gar nicht mehr bewerten. Und was in den letzten 6 Monaten war, möchte ich auch gar nicht mehr groß darüber sprechen. Die Spieler hatten jedenfalls, die Rostocker Spieler, heute auch Spaß. Und Tommy Gruppe hat sich bei uns am Mikrofon nochmal zu dem Spiel heute geäußert. Für Sie ein besonderes Erlebnis? Natürlich, das ist immer ein besonderes Erlebnis, wenn man gegen Bayern spielen kann. Für uns alle, glaube ich, auch das erste Mal gegen Bayern München und ja, vor ausverkauftem Stadion hier, und war schon ein schönes Erlebnis. Und Sie haben sich einige Chancen erarbeitet, Sie selbst, auch die Kollegen, haben Sie damit gerechnet vorher? Ja, wir wollten schon auch ein paar Torschüsse abgeben, aber dass wir dann ein, zwei Mal haben wir ein bisschen Pech gehabt, auch in der ersten Halbzeit mit Pässen in den Tiefen, da wo Manu Neuer gut mitgespielt hat, da hätten wir vielleicht auch ein Tor machen können. Und ja, ich sag mal so, wir können mit der Leistung eigentlich recht zufrieden sein. Wir haben hier gegen Trippelsieger gespielt und wir haben ein paar blöde Gegentore gekriegt, sag ich mal, die hätte man vielleicht auch noch verhindern können, aber ja gut, wir haben gegen Bayern München gespielt und wir können eigentlich zufrieden sein. Gegen Bayern ist ja immer eine besondere Motivation da. Was macht Sie hoffnungsfroh, dass das nächste Woche auch noch so gut klappt, wenn es in der dritten Liga zum Alltag geht? Ja gut, gegen Kiel wird es natürlich ein ganz anderes Spiel. Also heute haben wir ja hauptsächlich verteidigt und haben unsere Nadelstiche nach vorne gesetzt. Und gegen Kiel wird es ein ganz anderes Spiel. Wir sind aufgestiegen und natürlich, da geht der Liga-Alltag los. Und da wollen wir zu Hause wieder ordentlich viele Zuschauer haben und dann denen zeigen, dass, was wir drauf haben, und dass wir dann hier 3 Punkte hier behalten. Dankeschön. Rena hat gelacht auf jeden Fall und ist, glaube ich, zufrieden mit dem, was seine Spieler sagen, oder? Ja, auch so, dass sie sogar so kritisch, dass die Gegentore noch das eine oder andere vermeidbar war. Und auch schon den Fokus auf das nächste Spiel, weil das ist, war ein toller Event und das sollte man auch alles genießen. Aber die Woche gilt jetzt wirklich, und das sagt man dann ja auch so, der Alltag wird jetzt kommen und dann müssen wir bestehen und so hungrig bleiben. Und da glaube ich aber, wie gesagt, wir wollen uns weiterentwickeln und das wird noch weit in die Saison gehen. Was erwarten Sie für ein Spiel gegen Kiel? Ja, ich erwarte auf alle Fälle ein sehr intensives Spiel. Das ist der Aufsteiger, der fast zusammenbleibt, der eine breite Brust hat, weil man gute Gefühle von der letzten Saison hat, auch relativ eingespielt ist. Wir sind ja, wie gesagt, sehr neu formiert und ich glaube, dass es sehr, sehr intensiv wird. Sie sind ja auch neu dazugekommen zu dieser Formation. Sie hatten sicherlich vielleicht auch andere Möglichkeiten. Was hat Sie dazu bewogen, hier nach Rostock zu kommen? Einfach nur heute, wenn man dabei ist, was hier möglich ist, was hier auch entstehen kann. Und das ist einfach für mich eine sportliche Herausforderung, eine junge Mannschaft zu entwickeln, die weiterzubringen. Wie auch gesagt, auch das Profil, eine enge Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs. Und da habe ich auch einige Erfahrungen und deswegen war es für mich eine sportliche Herausforderung.
Herr Fester, die Zusammenarbeit bzw. der Dialog mit den Fans ist auch immer wieder ein bisschen eine Herausforderung in Rostock. Wie ist so der Status quo aktuell? Ist man im Dialog mit den Fans? Die Fans haben dem Verein auch viel Kummer bereitet, viele Strafen aufgebrummt. Wie kommuniziert man da oder kommuniziert man überhaupt? Ich denke, wir suchen schon die ganze Zeit sehr intensiv die Nähe zu den Fans. Und wenn man allein sieht, dass wir vor 2 Wochen hier den Fan-Familientag hatten, da waren 5000 Leute da, alle sehr, sehr positiv auch und sehr, sehr hoffnungsvoll, euphorisch nach vorne schauen auf die neue Saison. Gestern ist die Mannschaft nochmal bei einem weiteren Fan-Event da gewesen. Da haben sich ein paar Spieler an den Grill gestellt und haben ein paar Würstchen verteilt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man dieses Riesenpotenzial, das dieser Verein hat und das natürlich auch die Fans entsprechend mitnimmt und dass wir mit dieser Kraft, die man dann entwickeln kann, gemeinsam erfolgreich sind. Wir freuen uns drauf auf den Ligastart in der nächsten Woche. Herzlichen Dank Ihnen allen noch fürs Kommen.